Liebe Schwestern und Brüder in Christus, dem Herrn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Der Evangelist Markus überliefert uns hier ein Erlebnis, ein Ereignis, das den Fischern am See Genezareth durchaus vertraut war. Ein plötzlich auftretender Sturm. An diesem See war gar nicht unüblich. Aber der Evangelist Markus hat natürlich mehr im Sinn. Er meint auch die Wirbelstürme in unserem Leben mit dem Bild. Für die vielfältigen Stürme, die unser Leben oft ganz schlagartig durcheinanderwirbeln können. Eine plötzliche Krankheit oder ein Todesfall. Ein Ehepartner, der plötzlich seine Familie verlässt. Die ganz normalen Unwägbarkeiten und Launen des Alltags, Stresszeiten, Arbeit oder Streit mit der Familie. Aber auch der Zweifel an Gott und seiner Nähe. Suddenly a heavy storm breaks out and the waves struck the boat and the boat started to fill with water. Markus, the evangelist, he describes something that is not uncommon at the Sea of Genezareth. A heavy storm. The fishermen knew it. But Markus also uses this image of the storm to describe the heavy storms in our life. Maybe a sudden illness or the death of a relative. A spouse that leaves his family or her. The problems, everyday problems, the times of stress at the workplace or in the family, but also doubts in God and His love. Jesus aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Und während das Boot zu versinken droht, ist der Herr gänzlich unbekümmert. Er schläft wie ein kleines Kind in einer Wiege, die hin und her geschaukelt wird. Das ist kein Zufall, dass Markus dieses Detail berichtet. Wenn Stürme in unserem Leben hineinbrechen, dann scheint Gott manchmal regelrecht zu schlafen. But Jesus laid in the back of the boat on a pillow and slept. As the boat started to sink, is the Lord just seems to just not care. He sleeps peacefully, just like a small child in his cradle, and he in his cradle and missing the word. It's not a random fact that Markus, the evangelist, is reporting this detail. When the storms in our life break in, then God sometimes seems to be asleep. Warum greift Gott nicht ein, wenn Menschen leiden müssen? Warum schaut er bloß zu, wenn die Stolzen und Korrupten am längeren Hebel sitzen? Und wenn die Demütigen und Schwachen den Kürzeren ziehen? Warum schweigt er, wenn etwa ein Kind von einer schweren Krankheit heimgesucht wird? Why doesn't God do something when people have to suffer? Why does he just look when the proud and the corrupt people are in power? Meanwhile, the poor and the soft are without any rights. Why doesn't he say something
when a child is struck by a heavy illness. Gott scheint zu schlafen. He seems to be asleep. But he is not asleep. Er schläft nicht. Manchmal schweigt er. Sometimes he doesn't say something. But we people, we humans, we expect sudden answers. As soon as possible, someone has to answer. But God doesn't say something. Wir Menschen erwarten schnelle Antworten, aber Gott gibt uns keine schnellen Antworten. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? They woke him up. Master, don't you care that we are going down? In ihrer Angst und Not schreien und rufen die Jünger den Herrn aus dem Schlaf. In their terror and helplessness, they scream and cry and ask the Lord from the sleep. Haben wir uns das nicht abgewöhnt? Wenn ein Unglück oder Leid passiert, ja, dann behilft man sich gerne mit Weltschmerzphilosophie. Das heißt, man spricht über Gott, man philosophiert. Wie kann Gott das zulassen? Ein Gott, der dies und das zulässt, der kann kein lebendiger, kein liebender Gott sein, oder es gibt ihn gar nicht. When did we start to stop act like the disciples of Christ? When a great wrongness or a burden happens, people start using philosophy to talk about God. Wie kann Gott das zulassen? How can God do this? A God that does this and that, he cannot be a loving God. Maybe he isn't there at all. But why don't, warum gehen wir Christen mit unserem Schmerz nicht direkt auf ihn zu? Warum wecken wir ihn nicht mit unserem Schreien auf? Wir dürfen ihn doch alles fragen. Warum hast du mir das angetan? Warum hast du das zugelassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Why don't we act like the early disciples? Why don't we go with our burden, with our pain, directly to him? Why don't we wake him up with our screaming and crying? We can ask God everything. Why did you do that? Why did you let this happen? My God, why have you forsaken me? Wenn sich eine Ehefrau von ihrem Ehemann schlecht behandelt fühlt, dann werden Probleme doch nicht gelöst, wenn sich die Frau nur bei ihrer besten Freundin über den Mann ausschimpft. Sie muss mit dem Mann selber reden. Und so ist das auch mit unserer Beziehung zu Gott. Wenn ich ihn nicht verstehe, wenn ich mich ungerecht von ihm behandelt fühle, dann muss ich ihm das doch sagen im Gebet. Denn nur von ihm persönlich kann ich eine Antwort bekommen. If a spouse feels treated badly by his husband or wife, the problems won't be solved if the woman or the man is just crying with his best mate or friend. It won't get better if he just is cursing his husband in front of other people.
You have to talk to your spouse, to your husband, to your wife directly. And this is just like in your relationship with God. If I don't understand Him, if I feel treated not right, I have to talk to Him. I have to ask Him why. Because only He can give me an answer. Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Der Herr gebietet dem Sturm. Er steht auch über den Stürmen unseres Lebens. Im Letzten wird in allen Stürmen des Lebens immer mein Glaube geprüft. Glaube ich, dass Gott auch aus dem Schlechten noch etwas Gutes machen kann? Glaube ich, dass Gott mir nicht mehr zumuten wird, als ich ertragen kann? Glaube ich, dass Gott selbst die tiefste Finsternis hell machen kann? Jesus is asking his disciples, why are you so afraid? Have you not had any faith? The Lord is commanding the storm. He is also commanding the storms in our life. In every storm in my life, my faith is tested. Do I believe that God is able to make something good out of the bad? Do I believe that He is able, that God won't ask me something, ask more of me that I can take? Do I believe that He is able to make every darkest darkness bright? Wenn wir bereit sind, diesem Gott zu vertrauen, dann wird auch aus diesem Vertrauen etwas Großes wachsen. Vielleicht nicht das Happy End im Sonnenuntergang, vielleicht wird es auch manchmal hart. Aber eines dürfen wir nicht glauben, dass der Herr die Jünger in seinem Boot vergessen würde und ihnen auch nicht die Kraft und den Mut geben würde, diese Stürme auch auszuhalten. If we are ready to trust this God, then He will make something great from our trust in Him, of our believing in Him. Maybe not the happy end in the sun, in the dawn, in the dusk. Maybe it's sometimes hard. But one thing we may not believe, that He would forget about His disciples. We may not believe that He wouldn't give us the strength to take this all, to survive these storms. Am Ende unseres eucharistischen Kongresses dürfen wir auch die große Danksagung, die Nähe, den Beistand und die Fürsorge Gottes erfahren. Vor allem aber dürfen wir erfahren, nicht nur, dass Gott uns rettet, sondern dass er auch an uns glaubt, dass wir den Glauben an ihn haben. At the end of our Eucharistic Congress, we may say thanks for his support, for his help, and not just
him for saving us, but also that he too believes in us, that we have the faith, that we have the trust in him. Auch den Jüngern des Herrn ist das nicht immer leicht gefallen, aber sie haben nicht aufgehört, zu ihm zu rufen, zu ihm zu beten, und so hat er sich ihrer Schwachheit angenommen. The disciples of Christ didn't have it any easier, but they did not stop to ask him, to pray to him, to cry to him, to scream to him. And this way, he helped their helplessness. Amen.